Moin Leute, ich bin das Lava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Und zwar habe ich gerade eben etwas per Zufall entdeckt. Für alle Leute, die noch nicht die Abaddon Nova Mortis besitzen, es gibt einen neuen exotischen Fundort für den Beutezug, damit ihr diesen bekommen könnt. Denn man musste ja eigentlich das Rekordbuch auf Rang 7 bringen und die Geschenkpakete öffnen. Da die Geschenkpakete aber nicht mehr im Turm verfügbar sind, gibt es jetzt einen neuen Fundort, wie man das ganze Ding bekommen kann. Hier im Gameplay-Material werdet ihr gleich sehen, wie ich das Ding gedroppt bekomme. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auf jedem Planeten funktioniert und ob es auch bei jeder Gegnerklasse funktioniert. Ich habe das jetzt hier, wie es im Video man sehen kann, bekommen. Falls sich daran was ändert, also falls da es auf allen Planeten funktioniert, dass man das von allen Gegnern gedroppt bekommen kann, werde ich das natürlich in die Videobeschreibung bzw. in die Kommentare mit einfügen. Der Questablauf ist aber identisch geblieben. Ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, um das Ganze zum sinnvollen Teil zu bringen bzw. zu dem Drop zu bringen. Hier sieht man gleich, hier verprügele ich nichts anderes als einen ganz normalen geächteten und bekomme den zerfetzten Bauplan. Das heißt, mit dem müsst ihr dann in den Turm zu Ikora Ray. Ikora Ray führt euch dann quasi schritttechnisch weiter und ihr bewegt euch dann in Richtung Banshee. Und dann ist der ganze Questablauf, wie schon eben im anderen Video, was ich dazu gemacht habe, wie man diese Waffen bekommen kann, könnt ihr natürlich angucken. Das heißt, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der Questsuche bzw. mit den Waffen. In dem Sinne bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in weiteren Videos zu Destiny. Ciao, ciao.